Servus, grüßt und herzlich willkommen in Aquarian Skies mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie es hier so vorwärts geht. Und ja, ich stehe bei der Monsterfarm. Hat einen Grund, ich wurde gerügt, ich soll doch mal meine Hundchen hier, weil die so ein bisschen schwach auf der Brust sind, mal ein bisschen füttern. Ich habe es ausprobiert, man kann sie füttern. Sie mögen Fleisch. Oh Gott, das war einer zu viel. So, jetzt kann ich noch ein kleines Hündchen machen, oder? Welches? Dich auch noch? Und jetzt, wenn ich sage, du darfst aufstehen und du darfst aufstehen, macht jetzt weiß ein kleines Hund, oder? Oh nee, jetzt mache ich noch einen dritten. Ich Hirsch, aber egal. Da kommt mal her, da. Kommt. Na, sieht's. Und du sieht's auch. Und du kleiner hier, ha, du. Ja, ich sitz. Gut, alles sitzt. Okay, ich habe noch was gemacht. So, das haben wir das erledigt. Ha. Ich habe hier, wie du siehst, einen Goldhelm und eine Gold-Armor an, weil ich da ab und zu mal die Kiste ausräume und die Dinger, die hier so ja nicht verzaubert sind, miteinander verknüppelt, dass die wieder ganz werden. Ich glaube, ich muss die Kiste mal größer machen. Okay, dann war das erstmal dieses. Was hat sich denn noch geändert? Ich will es nicht. Nimm das. Danke. Okay. Genau, was habe ich denn noch gebastelt so in der letzten Zeit? Nicht viel eigentlich, doch eigentlich schon abgedatet. Ich habe hier mal versucht, hier jetzt mal Kakteen einzufangen. Es funktioniert. Yay, ich habe es nicht gerade aufgebaut, weil der immer da oben anstößt und dann geht der Kaktus weg. Und dann habe ich mir gedacht, den könnte ich eigentlich auch mal sammeln. Gut. Dann habe ich das Feld da hinten gebaut, genau. Habe hier auch schon mal den Harvester angeschlossen und hier den Planter angeschlossen. Das habe ich gemacht. Dann habe ich im Haus noch was gemacht, genau. Sieht man hier schon mal, wenn man reinkommt, die vier Dinger sind weg und ich habe hier ein Crafting Terminal. So, und das, den Rest habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nicht alles hier allein. Sondern du sollst auch mal wieder ein bisschen mit dabei sein. So, ich habe doch gesagt, ich mag das hier nicht mehr haben, gell? Also, machen wir das mal alles weg. Okay. Drauf rumhüpfen tue ich, glaube ich, später. Hüpf, hüpf, hüpf. Sagt er unten, hüpft drauf rum. Ha, das ist ja schlimmer Fingerwolle, ja? Ja, ja. So. Na komm. Gibt es eigentlich eine einfache Methode, Farmland wieder zur Erde zu machen? Ich wüsste jetzt gerade keine. Abbauen, oder? Wird vielleicht noch schneller gehen. Ach, komm. Zweimal draufgehüpft ist auch gut. Wir gleich mal gucken, ob wir im Haus noch ein Gras sammeln haben. Könnte man schon mal vorbereiten. So. Den Knödel da in der Mitte, den lassen wir mal. Weil ich habe die Befürchtung... Schauen wir mal schnell. F4. Nein, Schmarrn F7. Nö, gar nicht mal. Ich hätte gedacht, das ist da. Okay, dann können wir das auch wegmachen. Da ist eh nichts mehr drin. Haben wir denn noch ein Dirt im System rumliegen? Also nicht im System. Ja. So, das Zeug brauche ich gleich. Okay, schnell was gemampft. So. Habe ich hier noch ein Grashamen irgendwo rumflacken? Ansonsten muss ich mir ein... Ja, zwei Stück passt. Dann machen wir hier einen hin und da einen hin. Wachse. Und werde Gras. So, hier unten hat sich... Ja, genau. Natürlich der Anschluss zu da drüben geändert. Ah ja, es ist ein bisschen chaotisch hier alles. Weil ich möchte natürlich den Sludge von da drüben auch hier reinbringen. Das muss ich natürlich... aufpassen, dass das auch funktioniert, alles richtig. Ja, das war ein bisschen ein Chaos. Momentan läuft er noch nicht, sonst könnte ich hier nicht mehr runter. So, dann haben wir hier drüben unseren Harvester angeschlossen und unseren Planter angeschlossen. Der Rest läuft ins System. Ich müsste hier noch ganz schnell, weil ich gerade da bin, sagen, du bist hier auf jeden Fall ein Grüner. Erstmal alles da rein. Genau, passt.
Wunderbar, genau so schaut es aus. Das ist jetzt meine Stufe hier, dass ich auch wieder hochkomme. So, dann schmeißen wir als nächstes den Sludge-Boiler wieder an. Klonk, vielen Dank. Ich wollte es nur mal kurz zeigen, da unten. Ich habe Kartoffeln, ich habe meinen Sugarcane, jawohl, und ich habe das da. Passt. So, dann hüpfen wir mal hier kurz. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Und da noch schnell, genau, dann klonk, 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 klonk. Bitteschön, Harvester. Für dich. So, dann sagen wir, wir wollen da hinten gerne Seeds. Da hätte ich dann gerne in der Ecke Kartoffeln. Und dann hätte ich hier noch gern Karotten. Ja, wie, schon alles voll? Wow. Ach so, ich bin ja auch blöd. Mein Fehler. Gib mir mal ein Seed. Ich hätte gerne Rot Seed. So, das war jetzt echt doof wieder. Ich hätte gerne... Ach, jetzt kommen hier die Pitch-Schäpplinge auch noch her. Ich glaub's ja nicht. Die sollen ja da gar nicht rein. Ich hätte gerne hier Kartoffeln. Wo sind denn meine gelben Rüben? Da sind meine gelben Rüben. Und ich hätte gerne hier die gelben Rüben. Und euch hätte ich gerne gar nicht. Da muss ich noch einen Filter machen. So ein blödes, echt wahr. Das ist doch schon wieder doof. Und wenn ich einen Filter machen will, muss ich was machen? Genau, ich muss ihn wieder ausschalten. Mein Mann. Chaos. Schon wieder mal. Das heißt aber, für einen Filter brauche ich noch einen Servus. Haben wir aber auch da. Kein Thema. Servo. Oh, einen haben wir noch. So, dann mal ihr da rein, du da rein. Kartoffeln noch nicht. Kartoffeln. Ne, habe ich natürlich noch nicht gemacht. Ja. Also schnell ein Barrel. Das können wir doch bauen. Eben, das können wir bauen. Ein Barrel bitte. Erstmal dahin. Na, komm. Gehst du dahin? Nein? Nicht? Dann mache ich es anders. Immer der gleiche Schmander. So. Aber so gehst hin, gell? So, dann, ja, ich weiß, ich wollte eigentlich. Dann bitte einen MK1. Und einen MK2. Ein Crafting Table. Den brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Und einen Void. Ach, das ist so schön, wenn man alles einfach mal craften kann. So. Du. Kartoffeln. Und ich brauche natürlich noch einen Storage Bus. Der braucht ein bisschen. So. Gut. Dann den Filter. Ich habe doch die Setzlinge, dann machen wir eine Blacklist rein. Mein Wartungsschacht. So, dann sagen wir hier Blacklist, die hier. Weil die wollen wir definitiv gar nicht haben. Rapper-Setzlinge wollen wir auch nicht. Ich will hier keinen Rapper. Halt. Und du auch nicht. So, ihr zwei sollst hier gar nicht. Okay. Haben wir das auch erledigt? Klonk, 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 klonk. Ich hoffe mal, dass das ganze Konstrukt hier auch den Strom hält, wollte ich gerade sagen. Ja, schon. Werden wir beobachten müssen. So, dann schnell geschlafen. Dilum, 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 dum, dum.
schnell geschlafen. So, da haben wir bald Gras. Dann tun wir da ein paar Blümchen machen. Was soll das bitte, ja? So. Ich will nicht, dass ihr da wachsen tut. So. Also, lasst es bleiben. Okay. Ich habe einen Seed mit abgeschlagen, ist auch egal. So, da rein. Okay, gut, das hätten wir. Brauche ich noch was von unten? Nein, das heißt, wir können ihn wieder anschalten. Ha. Das sind ja schon wieder so blöde Bäume. So schlecht kann es gar nicht gucken. Mann. Ich hab doch gesagt, hier soll es ja nicht mehr rein. Das ist immer noch ein. Ach so. Okay, so, ihr da rein. Okay, wir haben unser Feld am Laufen, das ist auch gut. Und ich hoffe, dass jetzt da keine Bäume mehr wachsen, weil sonst werde ich nämlich noch zündig irgendwann. Okay, so, dann. So, jetzt hänge ich fest. Super, gut gemacht. Sonst nix. Hat sich sonst nichts geändert. Ne, den habe ich momentan gerade abgeschalten, die zwei. Damit ich hier wieder Soul Sand und Erde kriege. Und apropos Erde, da fällt mir was ein. Da fällt mir was ein. Ich meine, dieses Hundefutter da oben, das braucht man ja eigentlich für nichts. Außer für... So. Ja, für nichts halt. Für gar nichts. Außer, dass man wieder einen kranken Hund oder sowas. Ne? Da könnten wir doch... So, ist auch gleich fertig. Da könnten wir doch diese Fässchen hier nehmen. So, schon langsam wird unser Haus nämlich leer. Ich finde es schön. Dann nehmen wir unser Fässchen hier, unsere drei, und bauen uns doch da eine Anlage unten auf. Können wir mal kurz gucken, ob eigentlich schon wieder irgendwelche Squirrels da waren. Squids, nein, Squirrels. Ja. Es waren, glaube ich, das letzte Mal weniger. Auch das funktioniert. Es ist schön. So, dann könnten wir doch hier... Importer. Ich brauche Importer. Da reichen aber die normalen und Exporter. Ich brauche bitte einen Basic Importer dreimal. Und ich brauche bitte einen Exporter. Basic Exporter auch dreimal. Jetzt hoffe ich, dass ich meinen Ofen wieder nicht total verhaut. Na, wird schon gut gehen. So, die ganze Anlage funktioniert auch noch wunderprächtig. Irgendwann muss ich mal schauen, dass ich hier noch mehr Obsidian zusammenkriege. Ich könnte eigentlich noch zwei so... Wie bauen sich denn eigentlich diese Open Block Dinger? Open Block Tank. Ach, der ist ja easy. Dann bauen wir doch nochmal zwei. Und ich wollte hier eigentlich nochmal eine Reihe hinbauen, gell? Ja. Eins nach dem anderen. So, bitteschön. Etwas mehr Lava. Was haben wir dann? 16. 2, 3, 64 Bucket Lava, wenn das alles voll ist. Das ist ein Stack. Das reicht immer noch nicht. Aber egal. Ich muss das mal laufen lassen, wenn ich nicht am Server bin. Und bis ich dann wiederkomme, ist dann alles gut. So, jetzt hat erstmal Export immer noch nicht fertig. Import, da sind die drei. Und an den Exports bist du noch am Bauen. Ach, du musst noch Glas machen und ein Interface. Ernsthaft. Okay, also ihr seid jetzt die Importer. Das passt auch schon mal. Die stellen wir jetzt da hinten hin und dann können wir endlich wieder anfangen zum Questen irgendwann. Wir könnten eigentlich da so 1, 2, 3 machen. Dann stellen wir hier die Dinger oben drauf. Jo.
cool. Und jetzt brauchen wir noch die Exporter und dann können wir nämlich das Zeug von da hinten darüber schaufeln. Exporter, einer ist schon mal da. Ja, dann tun wir schon mal einen hin. Dann haben wir da schon mal die Verkabelung rumstehen zumindest. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. So, eins. Eigentlich brauche ich schon alle drei gleichzeitig, gell? Einen muss er noch, okay. Exporter, jawohl. Was bist du? Exotic Seed. Was kann ich aus Exotic Seed machen? Da kommt da irgendwas Blödes raus bei, oder? Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Da war er. Da ist er. Vielleicht noch ein paar Cables. Haben wir auch nicht mehr viel. Und ich habe hier drei Kaktus drin. Drei Cactus. Machen wir mal einen Stack davon. Komm. Während der Zeit, wo ich hier am Arbeiten bin. Was war das? So. Klonk, klonk. Upsi. Verkabeln hier. Passt doch. So, ja. Genau, was fehlt? Ja, Rotten Flash fehlt natürlich. Eins bitte, danke. Ja, ich meine, die Monsterfarm generiert so viel Zeug davon, das ist der Wahnsinn. Da kann man doch das locker fröhlich hier da reintun. Huch. Da, und läuft schon. Super, oder? Das heißt, wir generieren uns jetzt Erde aus dem Zeug. Cool. Das heißt, ich kann hier den da wieder anschalten. Du bist der Erde, oder? Ja, genau. Always active. So, das kannst du wieder Erde machen, bitte. Der andere oben produziert ja auch Erde mit. Das heißt, das haben wir hier wieder gut zu tun. Oder hier mein Sieb-Ding, das hat dann gut zu tun. Ja, siebt schon, sehr schön. Weil sammeln, ich weiß noch nicht. Oh ja, wir könnten die Acorns. Machen wir später. Potato-Seeds brauchen wir nicht. Ich muss von dem Zeug was rausschmeißen. Gras-Seeds, kein Mensch braucht so viel Gras-Seeds. Das muss man nicht alles aufheben, was da drin ist. Wir könnten ein paar Melonen und ein paar Pumpkins ansammeln. Die Steine machen wir eh zu Steinen. Ja, weißt schon, wie es ist. Das ist alles doof ein bisschen. Also, ja. Könnte besser laufen. Also sprich, wir müssten das irgendwie noch wegschaffen. Da werde ich mir was überlegen, wie wir es am dümmsten machen. So. Da ist wieder alles anständig drinnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, das läuft auch. Das Zeug läuft hier raus, das läuft da rein. Der ist auf Output. Das heißt, der Sludge-Boiler müsste eigentlich auch laufen. Ich will nicht runtergehen, ich glaub's ihm einfach, dass er läuft. So, sehr, oh ja, da ist auch schon schön. So, dann bitte ein bisschen Bone Meal. So. Wiese. Oh, was bist du denn Hübsches? Wild Sunflower. Cool. Was kriege ich, wenn ich dich abhau? Sunflower Seeds. Auch nicht schlecht. Wild Kiwi. Oh Gott, so kriege ich die Pam Harvest Kraft Teile. Oh, das wird ja interessant. Das muss ich mal offline machen. Hier ein bisschen so. Ja, Wild Grape, genau. So komme ich an die Sachen ran. Okay. Kiwi. Oh, oh, oh. Und wenn ich so wieder abschlag, auch? Kommt da auch was raus? Ja, ja. Okay, also so werde ich mich jetzt dann erstmal drum kümmern, dass die ganzen Pams Harvestkraftzeichen einfach alle mal auftauchen. Das heißt, ich werde mich ein Kistli hinstellen. Ich habe hier eine Kiste, ne? Sojabienen. Das ist doch, die brauchen wir doch für eine Quest. Sehr gut. Sojabienen.
Guck mal, Sojabienen. Sojabienen darfst du. Du darfst hier Soja machen. Klonk. Wird schon funktionieren. Das wird schon. Und was machen wir mit dem Zeug hier? Was mache ich denn mit Grape? Nix, weil ich es nicht brauche. Kiwi. Was mache ich denn mit einer Kiwi? Ich kann auch aus zwei Kiwis mache ich zwei Kiwis. Ja, das ist interessant. Kiwisaft. Kann man sonst noch irgendwas draus machen? Kiwi-Joghurt. Nee, nicht wirklich. Na ja, weiß nicht, ob wir uns die Kiwi antun auf Dauer. Das ist einmal die große Frage. Könnte man hier noch mit pflanzen? Irgendwann muss ich auch noch links pflanzen. Oh, ach, das hängt hier unten, genau. Aber das Holz brauchen wir eigentlich alles, gell? Ja. Wir haben hier einmal Rubber, zweimal Rubber. Ach, da könnte man schon noch theoretisch was abknapsen. Ein bisschen. So viel Holz brauchen wir auch nicht mehr. Schauen wir mal. Okay, dann weiß ich, was ich jetzt tue zwischen dir und... Oh, Walnut-Zapfding. Guckst du. Weißt, zwischen dir und der nächsten Folge werde ich jetzt so ein bisschen das ganze Zeug hier sammeln. Sehr gut. Wüsstest du auch mal irgendwann... Candleberry, Strawberry, Eggplant. Und ich habe keinen Platz mehr. Also das ist jetzt meine Aufgabe zwischen dir und der nächsten Folge, hier die ganzen Dinger mal alle einzusammeln. So, dann machen wir hier aus der Kiwi auch mal einen Samen, dass wir mal von allen Samen was haben. Und von dir können wir sicher auch einen Samen machen, wenn du siehst. Dann sammeln wir uns mal alle Samen zusammen, die wir so haben. Und aus dir mal Sunflower Seeds. Wer hätte es gedacht? Gut. Und ich kann dich essen. Halbe Hungerkeule, eine halbe Kiwi. Auch nicht schlecht. Okay, gut. Das läuft. Sojabohnen pflanzt man auch schon an, wie blöd. Das hab ich dann unten überhaupt schon was vorbereitet für Sojabohnen? Ich glaube nicht, gell? Naja, was heißt, wie blöd? Wir haben ja auch erst eine. Und die kann er gar nicht pflanzen, weil wir ja nur eine Sojabohne haben. Das heißt, ich brauche noch mehr Sojabohnen. Ja, also all das und jenes, das mache ich jetzt wieder mal zwischen der und der nächsten Folge. So ein bisschen eine Vorbereitung, dass das alles am Laufen ist. Und dann werden wir uns wiedersehen, wenn wir dann weitermachen. Und dann können wir nämlich hier auch endlich mal in diese Pam's Harvest Craft Questen einsteigen. Hier das da, Sojabohnen. Ne? Wir brauchen eine Sojabohnen und so ein Squeezer. Und dann schauen wir uns den ganzen Rest hier an. Und derweil werde ich hier noch erstmal baden gehen und ja, werde eben gucken, dass wir hier die ganzen Seeds alle zusammenkriegen. Da könnte ich eigentlich die zwei auch noch reintun. Und dann pflanzt man hier, dann mache ich nochmal irgendwo einen großen Garten hin, wo man dann die ganzen Bäumchen alle anpflanzen und sowas. Und warum wirst du nicht leer eigentlich? Einmal schnell gucken, das gibt's doch nicht. Ich habe die doch auf Output gesetzt. Input, Output. Brauchst du da auch ein Servo? Ah, okay, ich werde da auch noch ein Servo reinbauen, dass das wieder läuft. Alles klar. Gut, also, dann war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn wir hier wieder lustig Gaudi machen. Und bis dahin wünsche ich dir das Beste. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.